Also auch auf die Gefahr, dass ich jetzt aussehen mag wie ein Löli, wie manche Schweizer das so nennen. Ein kleiner Impuls zum Wetter. Hallo Jörg Fuhrmann. Wenn man über nichts mehr sprechen kann, dann fängt man in der Regel an, übers Wetter zu sprechen. Oder wenn man nichts mehr zu sagen hat, fängt man übers Wetter zu sprechen. Wenn man sich nicht über die wesentlichen Dinge austauschen kann, dann spricht man übers Wetter. Es gab ja mal so eine Lehrerin, spirituelle Lehrerin, Byron Katie, die sagte dann immer, lass Gottes Probleme sein, die vom Nachbarn, die des Nachbarn, und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Auch wenn es mir nicht um das Wetter als solches geht, das klassische Wetter, was hier gerade ziemlich fies ist, weil diese ganze Feuchtigkeit vom Bodensee hier rüberkommt. Ich komme heute aus Zürich von einer Fortbildung. Da war auch ziemlich feucht vom Zürichsee. Die Feuchtigkeit, das kriecht einem in die Knochen, hat man so das Gefühl. Also wenn man mal das Wetter, was wir hier jetzt so haben, zur Seite stellt und mal auf diese kosmischen Begebenheiten schaut, dann wird es doch interessanter. Und da möchte ich dir jetzt einen kleinen Impuls geben. Ich freue mich im Vorfeld, wenn du den Kanal abonnierst, likest, teilst und kommentierst. Hier sind ja ganz viele Videos zu den Themen drin. So, der erste Hinweis, das ist ein Artikel gewesen, ein interplanetarer Imperativ, und das ist von, wann war der ja? 2013. Ich beschäftige mich damit schon ein bisschen länger mit dem Thema, um das es jetzt geht. Es geht nämlich um die Sonne. Und wie wir wissen, ist die Sonne nicht nur die Gottheit schlechthin gewesen in alten Kulturen, die immer verehrt worden ist als die oberste Gottheit, was ja auch Sinn macht, ja, sondern die Sonne ist ja ganz wesentlich verantwortlich für das Leben hier auf dem Planeten. Und mich wundert es persönlich sowieso die ganze Zeit schon, wie wenig die Sonne in viele Überlegungen, auch gerade jetzt aktuell zum Thema Klima, mit einbezogen wird. Da gibt es ja auch bestimmte Korrelationen zwischen den Aktivitäten, den Graden der Sonnenaktivität und zum Beispiel auch hier mit dem CO2. Das könnte zum Beispiel auch ein Grund dafür sein, warum möglicherweise es jetzt auf so Planeten wie Mars oder Pluto auch Klimaerwärmungen gibt aktuell. Da gibt es aber auch noch andere Rückwirkungen zwischen Sonne und jetzt hier der Erde, unserem Planeten, zum Beispiel auf seismische Aktivitäten wie Erdbeben und auch anscheinend wie Vulkantätigkeiten. Das hängt ja auch alles zusammen. Diese Rückkopplung ist natürlich auch wieder spannend, weil man zum Beispiel auch festgestellt hat, da gibt es verschiedene Grafiken so von verschiedenen Leuten, dass ein Peak an Vulkantätigkeiten häufig hinterher Kälteperioden zur Folge hat. Man hat ja auch schon mehrfach prognostiziert, dass wir wieder auf eine neue Eiszeit zulaufen. Hat der Spiegel noch vor wenigen Jahren groß Panik gemacht und publiziert und viele andere auch. Und jetzt gerade haben wir jetzt wieder so eine Phase, wo sehr viele Vulkane auch aktiv sind. Also und manche Forscher sagen eben, dass das ganz stark mit den Sonnenaktivitäten, die wir hatten, zusammenhängt. Obwohl wir jetzt da eigentlich in eine Richtung laufen, wo die abnehmen sollten. Das ist zumindest hier unten beschrieben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Da gibt es ja zum Beispiel diesen Bereich der Heliobiologie, ja, blende mal das Buch ein, Schuld ist die Sonne. Der beschäftigt sich also genau mit diesem Thema. Schuld ist die Sonne ist ein fast in Vergessenheit geratenes und einzigartiges Meisterwerk. Es zeigt die Pionierarbeit des Physikers Professor Alexander Leonidowitsch Tschischewski zum Thema der Heliobiologie. Seine Grundlagenforschung belegen in beeindruckender Weise die Auswirkungen unserer Sonne auf die historischen Entwicklungen der Menschheit. Das hat Broers damals mit herausgebracht, Dieter Broers.
Und ja, es ist ein ganz spannendes Buch, weil es eben deutlich macht, dass die Sonnenaktivitäten enorme Einwirkungen haben hier auf das Erdmagnetfeld. Ist ja klar, die Eruptionen, die rasen dann durch den Weltraum, treffen auf unser Schutzschild und das wird dann entsprechend natürlich beeinflusst von diesen Wellen. Und dadurch, ja, gibt es eben entsprechende Auswirkungen auf das erdmagnetische Feld. Und das wiederum hat enorme Auswirkungen auf alle Lebewesen. Und da gibt es also Korrelationen jetzt nicht nur zu beispielsweise Erdbeben, Klimaveränderungen und so weiter, sondern eben auch, jetzt kommt's, zu allerhand psychischer Phänomene, wie zum Beispiel in diesen Zeiten, wo diese Winde dann auftreffen auf die Erde, steigt zum Beispiel die Rate der Gewalttaten und Morde an. Zum Beispiel die Einlieferungen in Psychiatrien gehen wohl hoch. Dann Epidemien nehmen zu, Erkrankungen nehmen zu, Todesrate nimmt zu. Möglicherweise kannst du mal einfach diese Sonnenwind-Thematik im Auge behalten und mal schauen, ob es da für dich eine Korrelation für gibt. Weil es gibt ja Leute, die sind da durchaus empfänglicher als andere. Und möglicherweise bist du einer von denen, die da empfänglicher sind. Und die Mayas, ich habe da mit einigen Nachfahren damals auch gesprochen, also Schamanen, die da im Rahmen dieses Kalendariums mit 2012 das auch ganz betont haben, dass da nicht die Welt untergeht, sondern dass es da im Grunde einen Wechsel gibt. Und spannenderweise hat uns ja dann auch eine riesen Sonneneruption nur ganz knapp verfehlt. Wenn die uns getroffen hätte, dann wären möglicherweise an manchen Orten dieser schönen Welt die Lichter ausgegangen. Vielleicht auch dauerhaft, weil zum Beispiel das amerikanische Stromnetz dann für solche Überspannungen gar nicht gewappnet ist. Das ist aber, wie gesagt, nicht passiert. Von daher lagen die vielleicht nicht ganz so falsch. Die sagen ja wohl auch, dass da diese Dinge schon zigfach sie erlebt haben, auch mit Polsprüngen und so weiter. Das ist ja auch interessant. Das scheint ja auch einen Zusammenhang zu geben. Der Magnetpol verändert sich ja auch. Der Nordpol ist am Wandern und eigentlich am Rennen. Und der Polsprung ist schon lange überfällig. Vielleicht sind wir zufälligerweise eine Generation von Menschen, die das miterlebt. Wie das dann wird, das müssten wir dann abwarten. Lakowski hat ja auch dazu geschrieben, das ist ganz schön, es wird zumeist vergessen, dass die Sonne uns nicht nur leuchtende, wärmende und ultraviolette Strahlen schickt, sondern auch elektrische und magnetische Wellen, insbesondere während der Eruptionsperioden. Es sei kurz daran erinnert, dass diese Sonnenflecken nichts anderes sind als Vulkane auf der Sonne und dass der Krater eines solchen Vulkans 200.000 Kilometer Durchmesser haben kann. Unvorstellbar. Das ist mehr als das 15-fache des Erddurchmessers. Außer Licht und Wärme sendet uns die Sonne radioelektrische Wellen, deren magnetische Kraft den Erdmagnetismus ablenkt und und die Kompasse und elektrischen Messinstrumente in Unordnung bringt. Außerdem erregt die elektrische Kraft dieser Wellen auf der Erde tellurische Ströme, deren Intensität mitunter derart ist, dass Telegrafieren und Telefonieren unmöglich werden. Durch magnetische Gewitter und tellurische Ströme werden im elektrischen Nachrichtendienst mit und ohne Draht schwere Störungen hervorgerufen. So, kennt man auch Polarlichter. Kennt jeder, ne? Diese wunderbaren Himmelserscheinungen. Ja, also die hängen da ja auch mit zusammen. Und er schreibt auch hier von Überschwemmungen, Springfluten und insbesondere Erdbeben in einem offensichtlichen Zusammenhang mit den Sonnenflecken. So, genau. So, aus diesen Kurven ist leicht abzulesen, dass die Schwankungen dieser Phänomene quasi periodisch verlaufen und dass ihre Dauer eine Abfolge, annähernde Abfolge von 11,5 Jahren aufweist. Ist ja auch interessant.
bereits 1651, ich springe so ein bisschen, sprach Riccioli für eine Beziehung zwischen dem Auftreten der Sonnenflecken und dem Wetter. 1801 wurde das Beobachten von Herschel bestätigt. 1887 lieferte der Astrophysiker Baxendell den Nachweis, in welcher Art die mittlere Temperatur auf der Erde von der jährlichen Anzahl der Sonnenflecken abhängig sei. Das von ihm aufgestellte Gesetz wurde 1870 von Dr. Stone und Piazzi Smith in Edinburgh bestätigt. 1871 zeigte Dr. Meldrum, dass in den Tropen die Zahl der Zyklone von der Zahl der Sonnenflecken abhängig sei. Indessen gilt dieses Gesetz mit Exaktheit nur für die Tropen, wo die Maxima und die Minima der Gewitter mit großer Regelmäßigkeit die Maxima und Minima der Sonnenflecken begleiten. Die Meteorologie ist das natürliche Bindeglied zwischen Physik und Biologie. Es ergibt sich also aber die logische Fragestellung, in welchem Maße die kosmischen Wellen, die die physikalischen und meteorologischen Phänomene beeinflussen, zugleich die physiologischen Vorgänge bedingen. Vor kurzem wurde amtlich festgestellt, dass die großen Hungersnöte in Indien beispielsweise nahezu alle 11 Jahre auftreten, entsprechend dem Wechsel von Hitze- und Regenperioden. 1901 bemerkte Moreau, dass die Getreideproduktion in Frankreich und der übrigen Welt in grober Annäherung den Schwankungen der Sonnentätigkeit folgt. In den Jahren 1901 bis 1909 untersuchte er, ob diese Aktivität nicht auch auf den menschlichen Organismus, jetzt kommt's, zurückwirke und gab folgenden Bericht. Ich verfügte über die besten Beobachtungsbedingungen, denn ich bin Professor an einer Anstalt mit zahlreichen Schülern. Ohne Mediziner zu sein, konnte ich beobachten, dass die Verschlimmerung von Gliederschmerzen, Rheumatismus, Gicht, Neuralgie zwar nicht mit den Sonnenflecken, wohl aber mit den durch die Sonnenaktivität bewirkten magnetischen Abweichungen sich in Einklang befanden. Ja, noch mehr, die Gesamtzahl der Bestrahlung richtete sich nach den Abweichungen der Magnetnadel, woraus eine Art anormaler nervöser Erregung der Schüler oder vielleicht auch der Lehrer zur Zeit der Aktivität des Zentralgestirns hervorzugehen schien. Ich schloss sogleich daraus, dass vielleicht auch eine Beziehung zwischen Krieg und Sonne bestehen könne. Die hierzu sich ergebende Kurve habe ich im wiederholten Male vor und nach dem großen Krieg von 1914 veröffentlicht. Ja, also das ist, ist wirklich sehr, sehr spannend und genau, das andere Video, das habe ich ja bereits gemacht bezüglich des Hinweises von der Anwendung oder Herstellung und Anwendung von kolloidalem Silber. Da hatte Lakowski auch was zu gesagt bezüglich der Mondphasen, dass es da eben auch eine Korrelation wiederum gibt. Ja, vielleicht konnte ich dir einen kleinen spannenden Impuls geben, wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Wenn ja, würde mich das freuen. Aber ich denke, was für die alten Kulturen total evident war, sollte für uns Moderne auch nicht ganz so abwegig sein, das zumindest mal mit in die Überlegungen von aktuellen auch Phänomenen auf dem Planeten mit einzubeziehen. Und wie gesagt, mal darauf zu schauen, dass es nicht nur die Zyklen gibt, die Frauen und Männer so mit sich rumtragen, sondern es gibt auch noch viel größere Zyklen, die ja, universaler Natur sind, die natürlich auf uns auch einen Einfluss haben. Das ist ja wie bei einem Floh, der auf einem Hundehintern lebt. Der Hund hat ja auch Bedingtheiten mit Wetter und sonst was von außen, ja, und die haben natürlich auch eine Einwirkung auf den Floh. Also, in diesem Sinne, schöne Grüße aus dem ultranebligen, nasskalten Stein am Rhein. Jörg Fuhrmann und ciao. Ich wünsche euch vielleicht ein paar Sonnenwinde, damit es wieder ein bisschen wärmer wird. Tschüss.